Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Unter dem Dachbalken vor meinem Schreibtisch baut eine Amsel ihr Nest. Ich bemerke es erst, als eine Schnur in meinem Blickfeld pendelt und ich mich frage, wo die nun herkommt. Dann sehe ich das angefangene Nest. Unordentlich sind Zweige, Laub, Schnüre und trockenes Gras noch auf den dicken Balken geschichtet. Der Balkon sieht aus, als sei jemand mit der Schubkarre voller vertrockneter Gartenabfälle vorbeigekommen und hätte die Hälfte unterwegs verloren. Immer wieder höre ich jetzt die Amsel rascheln, manchmal sehe ich sie im Kirschbaum gegenüber sitzen. Sie beobachtet mich, sobald ich nicht ruhig am Schreibtisch sitze. Sie traut sich dann nicht, weiterzuarbeiten. Deshalb verhalte ich mich still. Ich versuche es wenigstens. Aber das geht nur, bis die Rehe vorbeikommen. Und die kommen zurzeit dreimal täglich. Vom Wald herab kommt als erstes der einjährige, noch sehr kleine und zarte Bock. Seine Hörnchen sind mit Fell umrankt, seine Decke sieht warm aus, wahrscheinlich trägt er noch die für den Winter. Er hat keine Angst vor dem Haus, scheint alle Geräusche zu kennen, den Rasierapparat, den er aus dem Badezimmer unten hören muss, die elektrische Kaffeemühle, unsere Schritte, Stimmen. Ganz in sich ruhend frisst er sich die Stirnseite des Hauses entlang durch frische Brombeerschösslinge, Giersch und was er da noch alles findet, bis ihm die beiden Ricken, die zu seiner Bande gehören, folgen. Jetzt fressen sie sich gemeinsam nach vorne auf die Wiese durch, wo anscheinend neben dem gelbblühenden, wechselblättrigen Milzkraut, das sie lieben, noch vieles wächst, was auch gut schmeckt. Es ist Frühling im Wald. Der Eichelhäher kommt vorbei, schaut, was sich tut, der Specht klopft rund ums Haus, mehrere Sperber finden noch letzte Sonnenblumenkerne auf dem Balkon und das Eichhörnchen macht akrobatische Übungen in den noch laubfreien Bäumen. Es wird um mich herum ganz tierisch gearbeitet und ich komme mir zuweilen vor wie in Brems Tierleben. Das ist schön, aber mich hält es, wenn ich ehrlich bin, immerzu von der Arbeit ab, weil es mir natürlich kaum gelingt, all die Tiere aus den Augen zu lassen. So bin ich hier draußen auf dem Land derzeit abgelenkter als in der pandemiebedingt deutlich leerer gewordenen Stadt. Das ist keine Klage, es zeigt nur, wo das wilde Leben zurzeit spielt. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.